Ihr habt rumgeknutscht? Sie hat mich geküsst. Ach, und ich dachte immer, es gehören zwei dazu. Was wollt ihr mir schon wieder unterstellen, ha? Ich habe ihr ziemlich deutlich gesagt, dass ich nichts von ihr will. Sie weiß also auch, woran sie ist. Aber ihr Geschenk, das nimmst du trotzdem an. Das werde ich wohl kaum ausschlagen. Ich warte seit Jahren auf so eine Gelegenheit. Wie stellst du dir das dann vor? Ihr seid das ganze Wochenende zusammen in London und abends im Hotel sagst dann zu ihr, hey, Schatz, aber ich schlaf da mal lieber auf dem Sofa. Wer hat denn gesagt, dass ich sie mitnehme? Es sind zwei Karten. Ja und? Becker interessiert sich eh nicht fürs Fliegen. Oder glaubt ihr, sie glaubt, dass ich sie mitnehmen will? Jungs, allen Ernstes, also Rebecca, die redet sich ja gerne mal was schön, aber das? Die wollte mir eine Freude machen. Gregor, bist du bescheuert? Rebecca will mit dir dahin. Es muss ja nicht immer Absicht dahinter stecken. Die hat die Karten einfach geschenkt bekommen und wusste natürlich nichts damit anzufangen. Der Wunsch ist der Vater des Gedanken. Sie hätte die Karten ja auch wieder mitnehmen können. Ja, ich komme auf den Boden der Tatsachen zurück. Wen wolltest du denn mitnehmen? Die geheimnisvolle Schöne vom Maskenball? Nein, von der Front gibt's noch keine Neuigkeiten. Ein Grund mehr, sich mit der Ex zu trösten? Das war ein Witz. Also, wer ist es? Meine Schrauberfreundin Katharina. Ach, eine Frau. Da wird sich Rebecca aber freuen. Damit muss sie leben. Im besten Fall kriegt sie es gar nicht erst mit.